Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zur Minecraft-YouTuber-Insel, Leute, was geht ab? Wir sind hier gerade in unserer neuen Luxusvilla, in unserem Keller, Leute, ja? Und zwar habe ich mir heute überlegt, für die heutige Episode, wir müssen unseren Keller mal etwas besser ausbauen. Das Ganze sieht hier irgendwie noch aus wie eine Bruchbude. Hier fehlt noch der Zaubertisch, hier fehlt noch die Werkstatt, Leute. Die Wände sind auch noch nicht alle betoniert, also wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Uns fehlt hier noch ein bisschen Holz für unser Kistenlager und das ist auf jeden Fall die Mission für die heutige Episode. Wir werden heute unseren Kellerraum endlich mal fertig bauen. Ich hoffe, ihr habt natürlich immer Bock darauf. Lasst ein Like und ein Abo da, Leute. Und dann gehen wir direkt mal wieder raus hier, denn wir müssen als allererstes mal Holz sammeln. Oha, Leute, da oben ist ein neues Haus. Leute, es gibt ein neues Haus in Paul Berger Hills. Wer hat das denn gebaut? Sieht aber gut aus. Sieht richtig gut aus, Leute. So, wir gehen jetzt mal... Oh, jetzt ist hier gerade Nacht, oder was? Hä? Und das hier? Was ist denn das hier für ein Bummifeld hier hinten? Naja, okay. Das war ja... Ich habe übrigens rausgefunden, dass das von Elina ist, Leute. Awesome Elina hat hier mein Haus umgedreht gebaut, um mich zu pranken, Leute. Da können wir uns ja auch mal überlegen, wie wir uns dafür rächen für den Prank. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Wo laufe ich denn am besten hin? Ich brauche viel Holz. Ich brauche sehr viel Holz für die ganzen Kisten. Wir gehen am besten mal in dieses Dschungelbiom und fällen da einfach mal so einen riesen XXL-Baum, Leute. Dann haben wir auf jeden Fall mal wieder genug Holz für die nächste Zeit. Komm, wir laufen da mal schnell rüber. Let's go. Oha, Leute, wer hat das denn hier gebaut? Das sieht ja irgendwie wie so ein Bergtempel aus da oben. Das ist auch irgendwie total nervig, hier jedes Mal den Berg hochklettern zu müssen. Wir müssten eigentlich mal schauen, dass wir vielleicht so ein Nether-Portal machen, dass wir so einen schönen Nether-Highway haben. Dann können wir da nämlich viel, viel schneller rübersteppen, Leute. Okay, Leute, also ich weiß nicht, wer das hier gebaut hat. Es sieht aber eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ist zwar noch ein bisschen unfertig, aber könnte was werden. Langsam wird hier die YouTuber-Insel mal ein bisschen voll gebaut. Ihr seht schon. Und hier ist natürlich die Bergerburg, Leute. Die Bergerburg wurde jetzt inzwischen mal wieder von Alphasteins Sippe hier eingenommen, Leute. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall gerade sehr verlassen hier aus. Wer hat hier das Nether-Portal kaputt gemacht? Naja, Leute. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Villa bei Paul Berger Hills. So, wir brauchen jetzt hier mal so einen XXL-Baum, den wir abfällen können. So, den da hinten, den gibt's noch. Also, irgendjemand ist hier auch schon gut am Bäume fällen. Ich sehe schon. Aber der, warum kann man ihn nicht mal komplett weghauen? Ich hasse das, wenn hier noch hier das Laub in der Luft rumhängt, Leute. Fällt doch bitte eure Bäume komplett weg. So, jetzt hier Trick 17, Leute. Ich sage euch ehrlich, Leute, am besten wirklich, um viel Holz zu bekommen, einmal hier so einen riesen Mammutbaum wegfetzen, Leute. Und dann hat man jetzt hier auf jeden Fall mal wieder genug Holz, um hier ein paar Kisten zu machen. Ich würde sagen, wir holzen den Baum hier mal kurz ab und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir dann anfangen, unseren Kellerraum auszubauen. Gibt es noch irgendwas, was wir auf jeden Fall machen sollten? Schreibt es mal in die Kommentare. Also was brauchen wir auf jeden Fall in unserem Keller? Wir brauchen, am besten wäre es, wenn wir noch so ein paar Hühnereier mitnehmen würden, damit wir da auch wieder eine eigene Hühnerfarm haben. Ich finde, wir bräuchten eine Zuckerrohrfarm. Ja, eigentlich ein paar, also wir brauchen eigentlich, ja, wir brauchen schon vieles. Unser Keller muss natürlich wieder so sein, dass wir den Raum gar nicht, oder unser Haus an sich gar nicht verlassen müssten. Wir brauchen da alles, was man eben so zum Leben braucht. Boah, Leute, aber schau mal hier, Trick 17, wuhu, so kommen wir ganz schnell den Berg hoch. Zack, 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 da müssen wir hier gar nicht so lang. Bam, boah, haha, Trick 17, Leute. Und, warte, und, bam. So, komm nochmal und let's go! Woo. Freunde, an der Stelle auch noch kurz Werbung in eigener Sache. Checkt jetzt gerne nochmal meine eigenen Adventskalender aus. Die iCrimex Adventskalender sind auch dieses Jahr wieder zurück und besser denn je. Ihr könnt euer eigenes iCrimex Customs bauen, also eine Tuning-Werkstatt. Habt eine komplette Spieleplatte mit dabei, eine handsignierte Autogrammkarte und insgesamt drei extra Videobotschaften. Checkt das Ganze aus, es sind nicht mehr viele auf Lager, Leute. Erster Link in der Videobeschreibung. Was mir auch gerade einfällt, wir haben unser Pferd total vergessen, als wir damals die Bergerburg wieder angegriffen haben von Alphastein. Mein Pferd ist da noch irgendwo. Oh Mann, ey, das müssen wir auch mal holen. Ey, mich würde echt mal interessieren, wer da sein Haus gebaut hat. Also es sieht nicht schlecht aus. Ist schön, Paul Berger Hills entwickelt sich, Leute. Ja, und wie gesagt, hier mit Elina müssen wir auch mal schauen, wie wir uns bei ihr rächen für den Prank hier, Leute. Das waren auf jeden Fall Pranks, die zu weit gingen. Boah, ich habe eine richtig gute Idee. Ich habe schon eine richtig gute Idee. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Und zwar, wir machen da mit so einem Beobachter, machen wir da eine TNT-Falle rein. Wir platzieren da so einen Block. Und sobald der Block abgebaut wird, wird da TNT in die Luft gehen. Ja, Mr. Berger, das ist ein guter Plan, hä? Jetzt sehe ich, ja, siehst du genauso. Perfekt, dachte ich mir doch. So, jetzt machen wir erstmal hier richtig schön Ordnung, Leute. Ich will jetzt hier erstmal richtig schön Ordnung bei den Kisten machen. So, wir brauchen viele Kisten, sehr viele. Das denkt man auch eigentlich gar nicht, aber Kisten brauchen so viel Holz, Leute. Man braucht echt so viel. Okay, hier haben wir Stein drin. Stein und Erde. Holz. Machen wir mal hier oben, das ist die Holzkiste.
So, Holzbaumaterialien. Mhm. Okay, hier haben wir Glas und so Leuchtsachen. Okay, macht Sinn. Macht Sinn, Leute, ja. Dann hier zwischendrin vielleicht irgendwie so ein bisschen so Gutenstein oder sowas. Weiß ich nicht, Leute. Oder hier, nee, da machen wir Beton. Das ist meine Betonkiste hier. Das ist meine Betonkiste. Mhm, mhm. So, und hier unten dann so Erde und Stein. Okay, jetzt ist unser Inventar schon mal ein bisschen leerer. Brauchen aber natürlich noch viel mehr Kisten hier für den ganzen Raum. 32 brauchen wir nicht, aber schon ein paar. Mach mal 14 Stück. Ah, könnte sogar ganz gut geschätzt sein. Ah, oh mein Gott, okay, 3 Stück fehlen uns noch. 3 Stück fehlen uns noch. Okay, sehr gut. Also jetzt können wir auf jeden Fall hier schon mal ordentlich was lagern, würde ich behaupten. Natürlich brauchen wir auch noch hier mal eine Ender-Chest, aber ich habe leider keine Behutsamkeit auf meiner Spitzhacke. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo noch die Verzauberung herkriegen. Okay, wie soll man das am besten einräumen? Also ich habe jetzt hier vorne so Baumaterialien, Holz, Beton, Stein, dies, das. So, dann haben wir hier Glas und Ding. Ja, vielleicht Knochenmehl und Farbe oder irgendwie sowas hier. Können wir noch reinpacken. Ah, Schwarzpulver. Mhm, mhm. Dann irgendwo eine Essenskiste. Ja, ich glaube, das wird schon. Das wird schon, Leute. Das wird schon. Dann hatte ich hier, glaube ich, auch schon eine Redstone-Kiste bereit gemacht. Genau. Redstone-Kiste. Zack, Eisen packen wir hier rein. So, Schwarzpulver machen wir hier. Redstone hier. Oh, Leute, schön alles sortiert hier. Langsam wird's. Oh, ganz wichtig, ein Mülleimer. Einen Lava-Mülleimer. Sonst drehe ich hier noch durch. Sonst drehe ich hier noch durch einen Lavamülleimer, Leute. Ganz, ganz wichtige Sache. Jetzt müssen wir nur erstmal kurz überlegen, wo sollen wir die Ender-Chest hinpacken, wo es ganz gut aussehen wird. Vielleicht können wir das irgendwie hier so in die Mitte platzieren. Vielleicht hier so einen kleinen Altar bauen, wo die Ender-Chest draufsteht. Könnte cool sein mit Quarz. Nur die Frage, habe ich noch irgendwo Quarz? Wahrscheinlich oben in den Baukisten. Ach Gott, oh mein Gott, Leute. Hier natürlich muss noch der ganze Stein weggehauen werden. Das ist natürlich hier auch schön weißer Beton reinkommt, sonst sieht das ja hier total Schmalspur aus. Und in meinem Haus darf auf jeden Fall nichts Schmalspur aussehen. So, 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 zack, 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 zack. Heute mal wieder eine richtig schöne Bauepisode. Oh, oh mein Gott, Leute, ich habe ja überhaupt nicht mehr viel Beton. So, so, so. Wir benutzen mal alles, was wir jetzt hier noch am Start haben. Und meine Betonvorräte sind leer. Ah, optimal, Freunde. Optimal. Aber ich glaube, es könnte sein, dass ich sogar oben in meiner Baukiste noch was habe. Ich brauche gar nicht mehr so arg viel Essen dabei. Brauchen wir auch bald wieder Neues. Weil ich die letzten Folgen hier wirklich nur gebaut habe, mich gar nicht um meine Farm gekümmert habe. Oh ja, okay, sehr gut. Ich habe hier noch ein bisschen Beton. Das sollte doch fürs Erste genügen. Ein paar bisschen Quarz habe ich auch noch hier, aber nicht mehr viel. Für diese Ender-Chest-Altar, den ich da machen will. Und runter. Zack, 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 zack. Okay, und dann hauen wir natürlich hier noch die Blöcke rein. In den Aufzug. Und wir müssen hier auch mal so einen Highspeed-Aufzug reinbauen. Das geht ja gar nicht, dass das hier immer so lange... oh mein Gott, okay. Wir haben wirklich noch vieles. Mein Haus ist noch eine Baustelle. Wir haben noch einiges zu tun hier. Einiges an Arbeit vor uns. Hä? Wo ist denn jetzt das Wasser hin? In meinem Eimer habe ich es nicht mehr. Was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt, Leute? Ich muss da jetzt ein MLG runter machen. Oh nein, oh mein Gott, ich habe reingechoked. Wir brauchen Wasser. Wir nehmen hier einfach mal schönes Poolwasser raus. Ist bestimmt gut für einen Bau hier, Leute, für einen Beton. Ist ein schönes Poolwasser. So, zack. Hier muss noch was rein. So, hier und hier und hier. Perfekt. Haben wir es doch. Haben wir es doch, Leute. Ich bin jetzt gerade nur noch am Überlegen. Das ist halt hier so ein bisschen dunkel, der Tunnel. Ich glaube, ich werde hier mal noch so ein paar... Laternen einbauen. Da haben wir ja noch ein paar auf Lager. Genauso wie hier der Aufzug. Der Aufzug könnte auch ein bisschen Licht vertragen. Sage ich euch, wie es ist. Gut, ich könnte ja hier in die Mitte das quasi so machen. Hier sind ja auch so zwei Lichtblöcke. Dann zwei so. Dann zwei Lichtblöcke. So, dann wieder zwei frei. Eins, zwei. Dann wieder zwei Lichtblöcke. Eins, zwei. Und dann wieder zwei Lichtblöcke. Ah, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus, Freunde. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir kümmern uns jetzt mal darum, dass wir hier mal so einen Highspeed-Aufzug haben. Dafür brauchen wir aber Seelensand. Habe ich jetzt wohl, glaube ich, hier gerade keinen im Inventar. Das heißt, wir müssen nochmal schnell ins Nether reinsteppen. So, und jetzt, wobei, könnten vielleicht... Ja, vielleicht hat Candy hier noch was. Candy, hast du ein bisschen Seelensand hier auf Lager? Mach den korrekten. Okay, nee, hat nur Netherrack, sehe ich hier leider. Ah, ey, Candy, Junge. Schade, er hat nichts auf Lager. Okay, wo finden wir jetzt hier als nächstes Seelensand? Ich brauche auch unbedingt mal irgendwie eine Fackel in der Hand. Das ist total nervig. Ich mag das. Ich brauche Licht in der Hand in Minecraft. Dann sieht man mehr. Weiß halt jetzt gerade hier überhaupt gar nicht, in welche Richtung wir gehen müssen. Auf jeden Fall nicht in die Lava fallen. Das wäre nicht gut. Ah, warte mal. Ich glaube, hier würde man irgendwann bei der Bergerburg dann auch rauskommen. Ich meine, das kenne ich und ich glaube, die Bergerburg ist dann irgendwo... Ich glaube, das ist das Netherportal. Zur Bergerburg. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Also da könnte man auf jeden Fall einen schnelleren Weg machen. Ey, wir werden doch jetzt mal irgendwo schnell hier Seelensand herkriegen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein hier, dass hier kein Seelensand in der Nähe ist. Oh, Leute, guck mal, da sehe ich was. Da unten sehe ich was. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Zack, zack. Das nehmen wir doch hier mit Kusshand mit. Hier, das können wir uns einfach schnappen, Leute. An sich brauchen wir nur eins. Ich nehme jetzt aber hier mal direkt ein bisschen mehr mit. Nehmen wir mal direkt ein bisschen mehr mit. So, kann ja nicht schaden. Das kann ja hier nicht schaden. Okay, dann ab zurück, Freunde. Und dann brauchen wir tatsächlich nur noch den Seetang für den Expressaufzug. Wir haben das ja schon mal gebaut. Ich glaube, ihr kennt auch, ihr wisst auch, wie das geht. Die Minecraft-Profis hier unter euch. Oh, wir müssen aufpassen. Ich darf jetzt hier nicht über den Weg laufen, weil dann schießt er mich hier runter. Oh, oh, ey, mich hin. Weg mit dir. Und weg mit dir. Oh, da kommt noch einer. Da kommt noch sein Bruder. So, oh, da muss man aufpassen, ja. An sich sind die nicht gefährlich, aber die können mich hier in die Lava runterschießen. Und dann wird es hier ganz schnell gefährlich. So, alle aus dem Weg, Junge. Aus dem Weg. So, und jetzt sollten wir wieder in Paulberger Hills rauskommen. Perfekt, Freunde. Okay, jetzt brauchen wir nur noch den Seetang. Und dann haben wir schon alles dafür. Den kriegt man ja echt überschnell. So, hier ein bisschen was weghauen. Okay, ich glaube, das reicht sogar schon, 24 Stück. Ah, komm, wir gehen ganz auf Nummer sicher, damit ich hier nicht nochmal hinkommen muss. So, das muss jetzt genügen. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie das nochmal war. Ich glaube, man musste da einfach den Seelensand hinsetzen und dann, glaube ich, einfach die Dinger drauf machen und dann wieder abbauen. Ich glaube, so war das. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier direkt. Schon lange nicht mehr gemacht. So, das hier weg. Dann Seelensand draufpacken. Und dann Seetang. Jetzt muss ich hier hochschwimmen und Seetang platzieren. So. Okay. Jetzt wieder runtergehen und ich glaube jetzt einfach weghauen. Jetzt glaube ich einfach wegmachen. Nein, ich hätte... Oh, es funktioniert. Es funktioniert. Nur verstehe ich jetzt nicht, warum hier das Wasser so rausläuft. Woo, okay. Nice. Okay, der Aufzug funktioniert schon mal. Jetzt sieht das natürlich hier nur noch ein bisschen doof mit dem Wasser aus. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt hier so rauslaufen will unbedingt. Ah, oh mein Gott, ich weiß wie. Das Problem hatte ich damals schon mal gehabt. Leute, ja, ich bin doch der Minecraft-Profi. Ich weiß doch, woran es liegt. So, wir müssen ihn leider noch mal einmal kaputt machen. Ich habe einen kleinen Anfängerfehler gemacht. Und zwar, wenn man diesen Fahrstuhl baut, dann muss man nämlich eine Sache bedenken. So, und zwar muss da ein Block sein, damit das Wasser nicht rausläuft. So, einmal ganz weg. Zack, zack, zack. Okay, jetzt müsste das eigentlich wieder hier in der Linie bleiben. Okay, es bleibt jetzt in der Linie. Und zwar, das ist nämlich das Ding, Leute. Wenn ich diesen Seetangaufzug jetzt platziere, muss hier alles zu sein. So war das nämlich, genau. Ich muss hier alles zumachen, weil sonst dreht das hier voll durch und schickt das Wasser da raus. Oh, Minecraft-Trick 17. Nur Profis kennen diesen Trick. So, okay, Fahrstuhl funktioniert wieder. Jetzt gehen wir runter. Hä? Okay, Bro, ich check's nicht. Ich check nicht, was ich hier gerade falsch mache. Okay, Leute, ich habe jetzt die Lösung gefunden. So war es nämlich damals gewesen. Man musste hier entweder Leitern oder Schilder hinmachen, Leute. So funktioniert dann der Highspeed-Aufzug. Woo, let's go. Und so können wir immer wieder schnell runter. Okay, perfekt. Also das haben wir jetzt auf jeden Fall mal fertig. So, und dann hier für die Ender-Chest habe ich mir was überlegt. Und zwar, zack, wir machen jetzt hier mal ein bisschen das Quarz. Entweder wir machen das hier so einen Quarzblock und da steht jetzt die Ender-Chest drauf. Ich finde, das sieht aber so ein bisschen langweilig schon fast aus. Oder... Ich habe noch eine bessere Idee. So, und zwar, wir machen das vielleicht mit so umgedrehten Treppen. Könnte auch ganz cool sein. Boah, und dann steht hier die Ender-Chest drauf. Könnte eigentlich ganz nice sein. Wie so ein Regal, wo das drin steht. Boah, Leute, die Ender-Chest, das Ender-Chest-Regal. Weil es schon fast ein bisschen viel auch wieder ist, ne? Oder? Ja, Leute, so ist doch chillig, oder? So ist doch chillig. Kommt man hier runter, kann hier schön die Ender-Chest bedienen. Fertig, Leute. Machen wir einfach so. Hier steht dann die Ender-Chest drauf. Gut ist dann, Leute. Okay. Ist doch schon mal ganz gut geordnet. So, hier das ganze Grünzeug, hier Seetang oder so, das packen wir hier rein. Perfekt. Okay. Leute, dann geht's hier weiter. Wie gesagt, wir müssen den Kellerraum auf jeden Fall jetzt mal hier ein bisschen ready machen. Ah, warte mal. Eine Sache fällt mir noch ein mit dem Quarz, was wir haben. Was natürlich auch gut aussehen würde, wäre hier oben nochmal so... Wäre natürlich nicht schlecht, ne? Würde halt gut aussehen, dass das hier nochmal so abgeschlossen ist. Aber das können wir uns noch überlegen. Okay, also wie gesagt, hier wollte ich Zauberding hinmachen. Zaubertisch. Da muss ich aber auch wieder zu einer Ender-Chest erst hingehen. Und hier auf jeden Fall die Werkstatt. Hier habe ich schon überlegt, ne? Unsere Lava-Tropf-Dinger. Oh, ich habe ja schon Mülleimer. Habe ich schon vergessen, dass ich einen Mülleimer bereits vorbereitet habe. So, und da habe ich nämlich auch schon so Tropfsteindinger auch mitgenommen.
Ach, und die Decke fehlt hier ja auch noch. Oh Gott, Leute. Wisst ihr was? Wir machen erstmal, wir machen es Stück für Stück. Stück für Stück, Leute. Eins nach dem anderen. Zack, zack, zack. Wir machen hier, wir gucken jetzt erstmal, dass der Verzauberungsraum ready ist, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen gehen wir hin und werden uns mal unseren Zaubertisch noch aus einer Ender-Chest rausholen. Und wir sind wieder zurück, Leute. So, ich habe den Zaubertisch dabei und ein paar Bücherregale, beziehungsweise Bücher für Bücherregale. So, perfekt. Okay, Leute. So, dann gehen wir mal hier hin und jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen mit den Büchern, die ich dabei habe. Ich glaube, ich habe auch noch mehr in der Bergerburg, Leute, aber ich hatte jetzt wirklich gar keine Lust, wieder zur Bergerburg zu laufen. Das ist echt so ein weiter Weg. Ja, okay, aber ich glaube, das reicht so. Ah, okay, das reicht nicht. Da kommen wir leider nicht ganz hin. Man braucht ja irgendwie 15 Stück insgesamt. Okay. Beziehungsweise wir brauchen nochmal 9, weil ich mache das mit 2 rein, damit das vernünftig aussieht. Aber gut, es wird, Leute, es wird. Also der Kellerraum bedarf auf jeden Fall hier noch ein bisschen einem Ausbau, Leute. Wir brauchen hier noch mehr Sachen. Ey, ich muss hier das wirklich auch alles erstmal ordnen, ne? Zack, 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 hier die Kisten mal wegpacken, die ich hier noch drin habe. Ich finde das echt so wichtig, dass man in Minecraft geordnete Kisten hat. Das ist echt, also Leute, wirklich. Sonst hat man immer ein volles Inventar und sieht einfach gar nicht mehr durch. Ich mache vielleicht noch so eine Nether-Kiste irgendwo, so eine Müll-Nether-Kiste. So, das hier wird die Müll-Nether-Kiste, da packen wir auch das ganze Netherrack rein oder sonst was. So, hier kommt so ein bisschen Leder und sowas dann rein. Also Edelmetalle, wobei Gold würde ich schon fast sogar auf jeden Fall in der Ender-Chest lagern, aber können wir jetzt ja erstmal hier reinpacken. Für Goldäpfel später auch wichtig. Guck mal hier, Gold, Fackeln. Oh, Fackeln, dann haben wir hier endlich mal eine Fackel in der Hand. Das muss ich hier erstmal alles ordnen. Freunde, ich würde aber sagen, das soll es von der heutigen Episode gewesen sein. Wir haben den Kellerraum etwas weiter ausgebaut, sind noch nicht ganz fertig. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber es wird langsam. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.